Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, heute spreche ich zu Ihnen nicht aus dem Bayerischen Landtag, nicht aus dem Maximilianeum. Heute sind wir in unserem Bürgerbüro zu Hause, um diese Filmaufnahmen, um dieses Statement von uns an Sie zu fertigen. Warum? Auch im Maximilianeum ist Krisenstimmung, die Pandemie greift um sich und auch unsere Fraktion tritt zurzeit nur einen Tag in der Woche zusammen, um über die Strategien zu beraten. Alles andere passiert mit Videokonferenzen oder fernmündlich. Diese Woche am Mittwoch saßen wir zusammen mit unserer Fraktion, um eben diese Strategiepapiere weiterzuentwickeln. Was uns ganz wichtig war, wir müssen ohne einen festen Zeitpunkt bestimmen zu können, denn die Prozesse sind einfach viel zu fortlaufend, wir müssen den Weg zum Ausstieg aus der absoluten Einschränkung des öffentlichen und des wirtschaftlichen Lebens finden. Der Grad, auf dem wir uns da bewegen, der ist sehr schmal, denn an vorderster Stelle muss natürlich immer unsere und vor allen Dingen Ihre Gesundheit stehen. Aber was nützt uns jeder Gedanke an Gesundheit, wenn wir in der Zwischenzeit über Wochen oder, Worst-Case-Szenario, vielleicht über Monate unsere Wirtschaft herunter und damit an die Wand fahren? Zumindest partiell und in den wirklich wichtigen Teilen müssen wir schauen, Wirtschaft und öffentliches Leben zum Restart zu bewegen. Wichtig zu wissen, sowas kann nicht innerhalb von 24 Stunden passieren. Das Wiederaufnehmen des öffentlichen Lebens, ein Wirtshaus, ein Kneipe, ein Café aufzumachen, das ist mit Sicherheit innerhalb von Stunden zu erledigen. Aber die Produktion in Industriebetrieben wieder hochzufahren, mit den ganzen Lieferketten, die dort dranhängen, das ist etwas, was kluger Planung bedarf. Momentan hört man von der Exekutive, hört man von unserer Staatsregierung sehr viel Einschränkung, mit sehr viel Beschränkung, Beschneidung unserer Bürgerrechte. Das ist und war gegebenenfalls wirklich in manchen Bereichen notwendig, aber wir dürfen nie, niemals uns von unseren elementaren Freiheitsrechten vollkommen verabschieden. Denn den Staat zu ermächtigen, die Freiheitsrechte der Bürger so drastisch einzuschneiden, wie es jetzt der Fall ist, das gab es in der Zeit unserer Bundesrepublik noch nicht. Und ich würde mir wünschen, das ist ein äußerst zeitlich befristetes und wirklich einmaliges Experiment. Und wichtig für jeden, der die Freiheit liebt, ist, dass wir den Weg aus dieser Beschränkung heraus vom ersten Tag an mit aufzeichnen. Keine Beschränkung kann für immer sein. Es muss vom ersten Tag an klar sein, es gibt ein Ultimo für diese Beschränkung und es gibt ein Leben nach dieser Beschränkung auf unserem langen Zeitstrahl des Lebens. Danke.